Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review auf diesem Kanal. Diesmal die Style-Exklusiv-Tasche für das iPhone 4 von Stilgut. Viel Spaß mit dem folgenden Video. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Review und diesmal wieder von stilgut.de. Diese Tasche, ein Case bzw. eine Tasche für das iPhone 4, wie man hier sieht. Und ich würde sagen, wir packen das Ganze erstmal aus. Dazu öffnen wir das Ganze hier und holen das Material hier alles raus. Das können wir zur Seite legen und haben dann hier das Case bzw. die Tasche, die doch sehr, sehr schön aussieht. Wir machen das Ganze einmal auf und holen diesen Dummy raus, wo normalerweise das iPhone 4 reingelegt werden muss. Legen das zur Seite, schließen das Ganze nochmal. Und dieses Case ist aus echtem Leder, aus Rindleder, ist das Ganze gefertigt. Die Naht ist in weiß, wie man hier sieht, und es fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an und auch sehr hochwertig. Auf jeden Fall vom Material her sehr schön mit diesem Leder hier. Gefällt mir gut. Machen das Ganze mal auf. Haben dann hier so eine Plastikschale, wo das iPhone reingelegt wird und hier mit welchen Halterungen wie das Ganze befestigt, und das schützt dann auch das iPhone 4 sehr gut vor Kratzer oder weiteres. Wenn das Ganze runterfällt, wird normalerweise dieses Case alles abfangen. Hier an der Seite sind so kleine Taschen, wo man dann Kreditkarten oder andere Sachen reinstecken kann, ein Stück Papier und dann vielleicht hier irgendwo noch einen Stift befestigen, sodass man das immer dabei hat, auch sehr schön gelöst. Das Ganze wird so geschlossen und wird dann hier durch einen Magneten, das hört man vielleicht, das sieht man hier auch, hier ist ein Magnet drin, der das Ganze dann hier so festklappt, dass das Ganze dann auch nicht rausfallen kann. Ich würde sagen, wir legen einfach mal das iPhone an, das iPhone 4. Das Ganze ist natürlich für das iPhone 4 gedacht, dieses Case. Dazu schieben wir das Ganze einfach hier rein. So, wird das Ganze dann einfach reingeschoben. Und bis so weit wie es geht reingeschoben, und dann sitzt das Ganze bombenfest. Wir schließen das Ganze mal und wie man sieht, das iPhone 4 ist sehr schön in diesem Case hier drin, beziehungsweise in dieser Ledertasche. Sehr gut, gewichtsmäßig hat sich da eigentlich nichts getan, ist eigentlich immer noch genauso schwer, das Case merkt man gar nicht. Wie schon gesagt, vom Gefühl her sehr gut. Hier vorne ist nochmal dann das Logo in so weißem Leder, Stilgut hier so eingenäht. Sehr gut, auch mit dieser Naht, wie schon gesagt, in weiß gehalten. Sieht das Ganze sehr edel aus und sehr schlicht und sehr optisch ansprechend, wie man ja sagt. Machen wir das Ganze nochmal auf. Wir können dann unser Telefon normal hier bedienen. Das geht ganz einfach. Einfach draufklicken. Das einzige Problem beim Telefonieren ist, wenn man das so richtig umklappen kann, man das wohl, aber ganz so gut gelöst ist das nicht, da es so etwas wieder zurückschwingt, wie man das vielleicht sieht. Dann schwingt dann so zurück und knallt dann auch manchmal auf den Tisch. Zum Glück natürlich wieder dieses Case erst abgefangen. Aber wenn man hiermit so telefonieren muss, es geht auf jeden Fall, aber ist etwas anders, würde ich mal sagen. Musste man sich erst dran gewöhnen. So aufgeklappt telefonieren ist auch möglich, aber auch nicht ganz so gut. Das ist etwas anders. Man könnte das Ganze so halten, um SMS zu schreiben. Das geht auf jeden Fall so. Sehr, sehr gut. Aber beim Telefonieren etwas gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Da man das Ganze hier nicht so befestigen kann, der Magnet geht auch nicht an dieser Seite, naja. Aber sonst ist das Case auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es schützt auf jeden Fall das iPhone sehr gut und stylisch auf jeden Fall auch. Wenn man hiermit so aus der Tasche sein iPhone so rauspackt, gucken auf jeden Fall sehr viele Leute, denn das sieht sehr, sehr hochwertig aus, da es ja auch aus echtem Leder ist. Was ist alles ausgeschnitten an diesem Case? Vorderseite ist natürlich komplett geschützt, das Display. Haben hier nur das Logo. Hier von oben haben wir dann Kopfhörer und natürlich an- und ausschalten. An der Seite ist hier nichts. Da haben wir nichts an der Seite. Unterseite ist komplett, das heißt, man kann das so an die Docking Station und so weiter reinstecken, das Case. Kein Problem. Von hinten haben wir dann die Kamera frei, wie man hier auch sieht. Kann schön Blitze machen, Fotos machen natürlich mit Blitz so. Und das Case behindert auch nicht den Blitz oder so. Das heißt, irgendwelche verwaschenen Bilder oder so weiter entstehen hierdurch nicht. Das heißt, das ist auch alles gegeben. Auf jeden Fall sehr gut, dieses Case. Für Leute, die
irgendwelche Sachen gerne mitnehmen möchten, beziehungsweise hier so kleine Notizen oder so immer dabei haben wollen, denn man hat ja normalerweise das Handy immer dabei, also wird man dieses Case dann auch dabei haben. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Optisch, wie gesagt, sehr, sehr gut, meiner Meinung nach, mit diesem Leder und im Schwarz natürlich sehr gut zum schwarzen iPhone. Das Ganze gibt es bei stilgut.de für den Preis von 29,90 € zu kaufen. Dieses Case gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Einmal das Ganze hier, wie gesagt, in Rindleder, echtes Rindleder. Und das Ganze gibt es dann noch in Carbon-Optik. Dann ist es aber nicht Leder, sondern aus Kunstleder. Das kann man sich auf der Seite von Stilgut mal anschauen. Den Link zu diesem Artikel und zu der Seite packe ich in der Videobeschreibung. Schaut dort mal vorbei. Wie gesagt, die haben sehr, sehr gute Cases für iPhone. Jede Variante natürlich, iPhone 3, 3GS, iPad, iPad 2 und andere Handys und Tablets sind dort auch noch vertreten mit Cases. Schaut mal vorbei, sehr, sehr guter Shop. Hiermit am Ende dieses Reviews bedanke ich mich nochmal bei Stilgut, dass sie mir diese Tasche zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank dafür. Und wenn euch dieses Review gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben, das Ganze zu euren Favoriten hinzufügen, einen Kommentar natürlich hinterlassen, wie ihr das ganze Case findet und so weiter. Und auf meinem Kanal sind mehrere Tutorials und weiteres. Schaut mal vorbei. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!